S-O-S-C-K-I-N-I, glaube ich, sagt er. Bis gleich, ich liebe dich auch. So. Hallo und willkommen zu meinem Elden Ringu Shadow of the Earth-Wurzel. Schauen wir mal. Also wir hatten ja gestern die totale Abschmierung. Ne, hatten sie nicht, glaube ich. Also zu der Zeit mit der Leine auf jeden Fall, weiß ich noch. Ja, hoffentlich leiden wir nicht zu sehr unter Frame-Drops. Aber Drops sind ja was Gutes. Hier auf Twitch, wie in der Musik. S-O-S-O-S. Okay, wir gehen jetzt einfach mal ein Stück. Da oben ist jemand. Wie trinke ich? Okay, du bist nur irgendein Typ. Kannst du mal chillen? Bisschen, okay. Ich würde ja sagen, damit habe ich nicht gerechnet. Aber irgendwie schon ein bisschen. Die sind nicht nur irgendwelche Typen, nicht? Das sind schon miese Boys. Okay, gut, dann geben wir dem miesen Boy jetzt auf seine Kauleiste. Mit meinem fetten Hammer. Oh, Material. Geil. Radarfrucht. So. Achso, ich muss vielleicht meine... Fuck, ich muss meine Souls einsammeln, die viel zu viele sind. Die keine Souls sind, sondern Runes. Die sollte ich vielleicht mal ausgeben. Wir machen einen Western Standoff. Okay, er ist gegen den Western Standoff. Könnten Sie kurz chillen? Nur kurz. Okay. Er breakdanced! Das war original Breakdance gerade. Ich höre Freestyler im Hintergrund laufen. Ich treffe ihn auch nicht, ne? Okay, Alter. Du bist einfach original Eddie Gordo aus Tekken. Wir wissen's. Ich hab so das Gefühl, der mag den Hammer nicht auf den Kopf bekommen. Das ist aber sein Job. Das ist dafür, wurde er eingestellt. Okay, Alter. Das ist eigentlich nur ein Tanz hier. Wir tanzen nur. Das hat überhaupt nichts mit dem Spiel an sich zu tun, sondern es ist nur, ich treffe ihn nicht. Ich verbrauche einfach meine gesamten purpurnen Tränen bei irgendeinem Typen, der nicht irgendein Typ ist. Und meine neuen Purpurtränen gegen einen Typen. Dort. Habe ich jetzt Runes bekommen? Oh, aber nicht so viele, wie es ausschaut. Ich sollte die vielleicht ausgeben. Wo war die Gnade? Wo war die Gnade? Moin, Freddy Forward. Was geht ab? Freddy Forward? Kennen wir uns schon?
Wie geht's dir, Boy? Ich habe deinen Namen, glaube ich, schon mal gelesen. Wo ist meine Gnade? Ja, und mein... Ich muss ganz kurz mal was machen hier. Warte mit Benz. Bentos. Also wenn du sagst, wir kennen uns schon, dann kennen wir uns schon. Schön, dass du wieder da bist. Ich setze mich jetzt hier hin. Stufenaufstieg. So, 60 war Cap. Obwohl, nee, ich glaube, ich gehe ein bisschen auf Leben, weil ich habe nämlich gerade gesehen, ich brauche Leben. Hier kennen sich alle schon. Hallo Fatale, schön, dass du da bist. Was treibst du so, Freddy? Was treibst du so, Fatales? Wie war dein Tag? Also, ich habe gerade aufs Maul gekriegt. Wo tue ich die denn rein, ey? Vielleicht in Condition? In den Conditioner? Oh, muss ein bisschen gucken. Falls die Maxi schreiben tut. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Manu. Dankeschön. Wir werden vielleicht in diesem DLC auch mal ein bisschen auf Summons gehen. Oh, Fatales, Dankeschön. Du bist so ein Süßer. Ich habe mir vorhin lecker Reis gemacht. Danke, 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 Fatales. Das freut mich sehr. Und die Maxi freut es auch, auch wenn sie gerade nicht da ist. Aber sie wird sich später bedanken, du wirst sehen. Was denn Glaube, hast du gesagt? Krux, Alter! Dankeschön! Danke für deine 5 Gifted Subs, du geiler Boy! Der Krux! Muss ich mir das jetzt 5-mal anhören? Wir werden sehen. Ist okay. Wie geht's dir, Krux? Also ich wollte dich jetzt gerade schauen. Nein, ich bin da kein Freund davon. Nein, nein, nein. So. Wer den lieben Krux nicht kennt. Der liebe Krux ist ein ziemlich insaner, versteht ihr doch insane? Ein ziemlich insaner Spieler, der ist sehr gut in Spielen. Verdammt, Dankeschön. Dankeschön, du bist auch so ein Süßer. Sind alle so Süßis. Wie geht das? Ich mach das so selten, das machen doch meine Mods. Aber hier, bam, ich hab ein SO gemacht. SO vom Doc persönlich, yo. Dankeschön, auch dir. Lieber Fatales, für deine 6 verschenkten Gifted Subs und Krux, danke für deine 5 verschenkten Gifted Subs. Ihr seid so geile People und es ist so schön, dass ihr da seid. Wie geht's dir, Krux? Und Fatales, hast du mir schon geschrieben, wie es dir geht? Also wenn's Summon, dann Mimic Tier. Für alle anderen müsstest du Mana skillen. Okay, ja, dann. Ich hab nur überlegt. Ich kann ja auch immer noch umskillen irgendwann mal. Wie geht's euch denn soweit? Wir freuen uns mega, wenn ihr da seid. Wir freuen uns mega, wenn ihr da seid. Ja, ich mach das jetzt einfach in Kondition rein. Kondition macht ja meine... Obwohl, nee, ich glaube, ich brauche Leben. Gibt's da auch einen harten Softcap? Raz, weißt du das zufällig? Oder Jolly? Softcap, okay. Dann machen wir es in Kondition. 60 ist bei allem Softcap. Boah, geil. Dann, ich weiß dieses auch. Weg mit den Runes. Scheiß auf die Runes. So, und jetzt machen wir den Typen nochmal. Und jetzt zeige ich ihm, wo der Battle of Wash holt.
Frag ich, wo das herkommt. Weiß auch nicht, wer der Bartel ist. Ich weiß auch nicht ganz genau, was Moscht ist, aber ich glaube, Moscht ist irgendwas aus Äpfeln. Keine Ahnung, warum ich das denke. Ich habe mich noch nicht so informiert, muss ich sagen. Aber ich denke, Moscht ist Apfelgammelpampe. Tragekapazität und Ausdauer. Okay. Ah! Okay, Job! Also Job passt auch sehr gut. Lass uns mich in Frieden. Ha! Okay, doch nicht. Doch. Oh nein. Und nun weiß er, wo der Bartel den Moscht holt. Ist so Krux, ne? Habe ich vorhin auch schon gesagt. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber ich habe es vorhin auch schon gesagt. Einfach Eddie Guldo aus Tekken. Ich würde jetzt sagen Tekken 3, aber da ist ja in mehreren Tekkens dabei. Aber yes, legit. Alter. Das war doch jetzt schon viel besser als vorhin. Hast du gezeigt, wo der Frosch die Locken hat? Ja, Mann. So ist es nämlich. Da steht ein Pilz. Hallo. Ah, nee, Rotfleischpilz. Okay. Okay. Ich war bei verrottet, weil es Elden Ring und, ihr wisst, Dark Souls Gammel. Mir sagt der Nebel nicht zu. Ich wünschte, es wäre so ein Wetter wie hier. Ihr seht es vielleicht nicht, aber bei euch ist es vielleicht auch geil. Aber hier ist es very schön. S-O-S-O-S-C, Geini. Geh mal rechts von der Gnade aus lang. Rechts von der Gnade aus lang. Ah, ich hatte die gestern noch eingesammelt. Ich sammle noch kurz die Gegend hier. Malenia-Pilze. Achso. Ne, ich habe die Karte doch gestern eingesammelt, aber das ist doch abgeschmiert dann. Hat's geklopft? Ich muss gucken, ob es geklopft hat. Hat es nicht. Da magst du ja doch, glaube ich, einen Dings dabei. So, Johnny, du sagst jetzt, ich soll jetzt irgendwo lang gehen, ne? Aber weißt du was? Ich habe da so eine Idee. Ich werde jetzt einfach irgendwo hingehen. Obwohl, ne, ich laufe doch da lieber dahin. Also du meinst quasi von der Gnade aus nach rechts. Kann ich riden? Yes, I can. Den Knocking Sound Defekt, der ist so. Razadizzle, wie läuft bei dir das herausragende Elden Ring? Wo ist denn die Gnade? Also ich hab hier ist die Gnade. Hier rechts lang. Das ist eine ziemlich geile Waffe. Kann ich dieses Fliederzeug einsammeln? Yeah! Danke, ihr geilen People, für die geilen Subs. Chill dein Leben, Junge! Ja, das war in-game. Doch, okay. Ich muss mir eine Dusche kaufen. Wie, du musst dir eine Dusche kaufen? Ich muss mal kurz gucken, ob die Maxi noch am Start ist. Okay. Die Armatur, achso. Gibt's immer voll günstig im Aldi und so. Lidl immer im Angebot.
Außer natürlich hast du Bock, 4000 Euro für eine Duscharmatur auszugeben. Dann let's go. Ja, wir haben auch eine Regendusche und die ist auch aus dem Aldi. Und die ist super. Was da oben wohl? Ich will da hoch. Ich weiß nicht mal, was das ist. Aber da musst du wohl doch 4000 Euro für eine Duschkabine ausgeben. Vielleicht auch nur 3000. Das wischt kaltes und warmes Wasser. Ist es nicht normal, dass es das macht? Jetzt kommt die Maxi weg. Achso, ja, eine Wasserhähne gibt es da nicht. Hallo, mein Schatz, hast du alles gefunden? Ich habe bis jetzt nämlich zweimal erschreckert. Das ist alles. Ich weiß leider nicht, was weiter runter ist, Jolly. Meinst du den Berg hier runter oder soll ich es so machen? Und dann machst du einen brennenden Typen gesehen? Hast du einen brennenden Typen gesehen? Hast du einen brennenden Typen gesehen? Okay. Nee, sie hat keinen brennenden Typen gesehen. Der ist hier wohl entgangen. Denkt euch einen Witz mit ausgegangen. Euer Wortspiel. Ja, eine fremde Frau hat der Maxi zugewunken. Und als sie zurückwinken wollte, hat der Typ hinter ihr zurückgewinkt. Oder so. Oh, krass Typ. Warum hat er einen roten Namen? Dann geht nicht. Dann nicht richtige Maxi-Witz. Das geht nicht. Richtige Maxi müssen wir. Ich weiß nicht, ob ich den töten soll. Wird nicht getrunken hier. Ich sagte, es wird nicht getrunken. Bestienclaw. Und jetzt soll ich die Bestienclaw nutzen. Geil. Ja, aber der war ja verbuggt, oder? Bluthundkrallen? Hakenkrallen? Bestienkrallen? Ich will sie trotzdem ausprobieren. Vielleicht ist es ja geil. Miau, miau, miau! Ich bin mittens. Ich bin mittens. Miau, 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 miau. Dankeschön, Rest. Da wollte ich nur den Capri-Sonne trinken. Das heißt jetzt Capri-Sun. Fatales.
Oh geil, Harzknoten. Einfach ein Tumor am Boden.